So, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat August. Ia und ich haben hier einen kleinen Zettel, da steht die Statistik drauf, das kann ich mir sonst gar nicht merken. Ja, ich habe 18 Bücher gelesen, das waren 4460 Seiten und das waren 143 Seiten pro Tag und es gibt zwei abgebrochene Bücher, das ist ja bei mir ja nicht ganz so gewöhnlich. Warum Ia hier sitzt und mir hier ein bisschen Unterstützung gibt, das werdet ihr gleich sehen. Ich habe mir Ia von Sina ausgeborgt. Wir sind nämlich große Winnie-Pooh-Fans. Ich habe auch noch so einen Ia. Das ist Ira. Meiner sieht schon etwas ramponierter aus. So, Ia, was haben wir denn hier Schönes? Und zwar haben wir von David Benedictus Puderbär Rückkehr in den 160 Morgenwald. Der Originalautor A.A. Milnes ist ja leider verstorben. Und es wurde Zeit, dass es einfach mal wieder ein paar neue Geschichten von Ia, Tigger, Puh, dem Bären, Ferkelchen und wie sie alle heißen, wieder gibt. Und Christopher Robin ist halt zurück im 160 Morgenwald und die Abenteuer werden hier weitergeführt. Die Illustrationen sind ganz, ganz zauberhaft. Ja, im Grunde genommen genauso wie in dem Originalbuch. Wir fanden die Geschichten jetzt nicht ganz so pfiffig. Also, wenn man Winnie-Pooh-Freund ist, sollte man das Buch auf alle Fälle haben. Aber wer sich jetzt mal mit Winnie-Pooh einfach nur mal beschäftigen möchte, der sollte doch besser erstmal zu dem Original greifen. Wir haben ja ganz viel von Winnie-Pooh, auch DVDs. Und ja, wir mögen ganz besonders Ia, diesen kleinen, depressiven, nörgeligen und miesepetrigen Esel. Aber Eselchen geht jetzt nach unten, sonst wird mir das hier zu warm. Ja, wie gesagt, David Benedictus, es ist übersetzt worden von Harry Rowold, der ja auch die Puderbär-CDs besprochen hat. Und das macht er wirklich ganz, ganz toll. Wenn ihr den nicht kennen solltet, da solltet ihr wirklich mal reinhören. Ja, dann habe ich gelesen von Brigitte Karnitz, Immer Ärger mit Opa. Das Buch hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Es kam aber für mich erst nach dem ersten Drittel wirklich in Schwung. Vorher mochte ich also auch Nele nicht so gerne. Die Geschichte ist die, dass Nele Besuch bekommt, überraschenderweise, von ihrem Großvater. Der ist extra aus der Lüneburger Heide angereist und er bricht tot bei ihrem Treppenhaus zusammen. Sie lässt ihn verbrennen und Opa war ja auch immer einer, der nicht viel Umstand um alle möglichen Sachen gemacht hat. Sie steckt die Urne in die Reisetasche und die Asche von Opa packt sie in eine Tupperdose. Das ist ja viel sicherer, als wenn ihr die Urne hinfällt. Meint sie jedenfalls. Leider vergisst sie die Asche und somit Opa im ICE. Sie kommt dann in Lüneburg an und ab da gefiel mir die Geschichte richtig gut. Wahrscheinlich hat die Lüneburger Heide und die Schäfchen und die Familie ihr einfach mal gut getan. Ja, die Familie hat es auch in sich, ein Buch mit ganz, ganz vielen Familiengeheimnissen. Wie gesagt, die erste Drittel fand ich nicht ganz so toll, aber es wurde dann wirklich schön. Es ist natürlich alles ein bisschen sehr utopisch, aber das macht ja nichts. Es ist wirklich ein Gute-Laune-Buch. Hier vorne ist auch ein Sticker von Kerstin Gier drauf. Warmherziges Lesevergnügen mit Gute-Laune-Garantie kann ich mich einfach jetzt nur mal so anschließen. So, ein ganz anderes Buch ist Schattenspieler. Schattenspieler ist geschrieben worden von Michael Römling. Zu Schattenspieler wird es aber noch eine Rezension geben. Darum halte ich mich da jetzt nicht so groß mit auf. Es ist halt die Geschichte der letzten zwei Wochen des Zweiten Weltkriegs in Berlin. Zwei Jungen treffen sich und es wird richtig spannend. So, dann habe ich gelesen, oder wir haben zusammen gelesen, Knapp vorbei ist auch daneben von Jakob M. Leonard. Ein genialer Chaot packt aus, Mr. Felix Rohrbach. Und dazu wird es noch eine Rezension geben. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier vorne die Illustration und das geht also lustig in dem ganzen Buch so weiter. Es ist halt die Geschichte von Felix und er hat sich zum ersten Mal verliebt und er will jetzt was für die Neue in der Schule machen und dafür verändert er sich ganz schön. Fanden wir richtig lustig. So, Danny Wallace und Was machst du so? Dazu wird es auch eine Rezension geben. Das Buch hat uns wirklich mehrere Abende versüßt. Es ist super lustig. Wir haben ja von Danny Wallace auch schon den Ja-Sager gelesen. Und Danny Wallace ist halt ein ja, genialer Chaot, anders kann man das nicht sagen. Er hat einen Pappkarton von seinen Eltern bekommen. Und da war ein altes Adressbuch drin und da standen halt Schulfreunde drin. Tja,
was aus denen wohl geworden ist. Schließlich steht er kurz vor seinem 30. Geburtstag. Er hat Angst vor Zierkissen. Tolle Ablenkung, also macht er sich auf die Suche, seine Schulfreunde zu finden. Super lustig, richtig gut geschrieben. Ja, mit Bibo Kimi haben wir zusammen gelesen Der Prinz von Pompelonien von Katharina Kühl. Ein ganz, ganz süßes Kinderbuch. Dazu werdet ihr auch noch eine Rezension bekommen. Es wurde ja auch verfilmt von der Augsburger Puppenkiste. Es war immer Sinas oder ist immer noch Sinas Lieblingskinderbuch. Es ist einfach entzückend mit dem Drachen Philibus und mit dem Bibberbären. Und es ist wirklich super, super süß. Illustrationen sind in diesem Buch leider nicht so viele drin, ganz spärlich, aber dafür sind die süß. Ein absolutes Muss eigentlich in jedem Kinderzimmer, aber das stellen wir euch noch genauer vor. Ja, dieses Buch, Night School von C.J. Doherty, Night School, du darfst keinem trauen, ist der Auftakt zu einer Reihe. Hinten sind schon mal die ersten 5 drauf. Ich weiß nicht, wie viel da letztendlich bei rauskommen werden. Es ist ein ganz tolles Buch um ein Internat. Ja, wo nicht alles so mit rechten Dingen zugeht. Es gibt im Internat noch eine Night School. Das sind besondere Schüler. Es hat nichts mit Magie zu tun. Es war richtig gut, hat mir super gut gefallen. Ich habe immer noch gedacht, so und jetzt gleich holen sie die Zauberstöcke raus. Aber nein, es gibt wirklich keine Magie in dem Buch. Aber es ist wirklich absolut spannend. Eine ganz, ganz tolle Serie für Jugendliche. So, jetzt nehme ich mir einfach mal, tauschen wir doch mal hier. So, für die ganz, ganz Kleinen haben wir gelesen Dornröschen, der Märchenprinz und meine total verrückte Tante. Das Buch sieht schon mal super süß aus. Ich zeige euch das auch von hinten. Es ist, glaube ich, auch nochmal unter diesem Cover erschienen. Ups, das ist jetzt also wirklich nur mit und ohne Schutzumschlag. Das Buch hat auch richtig süße Illustrationen. Ich zeige euch das mal. Es ist halt die Geschichte von Mia und Mia landet im Dornröschen Schloss und alles schläft und Dornröschen muss sich da jetzt wieder, beziehungsweise Mia muss da jetzt irgendwie wieder rauskommen. Aber leider aus Versehen schlicht sie auch noch den Prinzen K.O. Es ist wirklich ein ganz süßes Buch, aber es ist wirklich etwas für die Kleinen. Irgendwie waren wir dann doch schon ein bisschen zu alt. Aber für Kleine ist das wirklich ein ganz, ganz süßes Märchenbuch. Ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich kann es euch nur ans Herz legen. Es wird aber auch noch eine Rezension dazu geben, ist von Antje Zillert, Alice im Netz, das Internet vergisst nie. Ich weiß, es kommt hier nicht besonders Schmuck daher, aber vom Inhalt her sehr, sehr wichtig. Wir alle machen uns viel zu wenig Gedanken darüber, welche Daten wir im Internet hinterlassen. Und darum finde ich, ist das sehr, sehr wichtig gewesen, dass dieses Thema mal aufgegriffen wird. Und Antje Zillert hat das wirklich richtig toll gemacht. Es ist absolut spannend. Hat mir viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Dann hatte ich gelesen von Shanna Swenson, Verhext in Texas. Dieses Buch ist der 4. Teil einer Reihe. Vielleicht stelle ich euch die Reihe auch nochmal vor. Sie fängt, glaube ich, an mit Hex in the City und es ist die Geschichte von Katie Chandler. Katie Chandler kann übernatürliche Wesen, paranormale, kann sie halt erkennen. Sie sieht die sofort, ohne das schicke Drumherum, was sie da vielleicht für sich gezaubert haben. Sie weiß also, wenn sie einen Frosch sieht, das ist kein Frosch, sondern das ist ein Prinz. Das erspart ihr natürlich viele Küsse und viele Enttäuschungen, aber sie hat ja ihr Herz schon verloren an ihrem Chef. Ja, und sie arbeitet halt für eine Organisation, die sich um Zauberei kümmert. Und ihre Aufgabe ist es halt, falschen Zauber aufzudecken und zu gucken, ja, wo steckt wirklich Zauber drin, weil das ist für die Paranormalen auch nicht ganz so einfach. War wieder sehr, sehr lustig, war sehr... mir gefällt die Reihe. Schließlich habe ich schon 3 Bände davon gelesen. Es ist nicht Sex in the City. Es ist halt Magie und es ist ein lustiger Frauenroman. Mir hat es gut gefallen. Mal sehen, vielleicht stelle ich euch die Reihe auch nochmal vor. Dieses Buch dürfte eigentlich gar nicht so als Buch jetzt hier zählen, aber es ist einfach süß und darum zeige ich es euch. Scharf auf Schokolade von Nastja Hohlfreter. Das ist, das seht ihr schon, ein ganz, ganz schmales Buch. Es ist so ein Geschenkbüchlein. Aber wenn ihr jemanden kennt, der auf Schokolade richtig abfährt,
dann kann ich nur sagen, werdet ihr ihm damit mit Sicherheit eine Riesenfreude machen. Und es geht ja auch nicht so auf die Hüften. Es ist zum Beispiel die Sprache, die Rede von Schnutenstiften anstatt Lippenstiften. Und Emma hat hier zum Beispiel ganz bezaubernden Huflack drauf, kein Nagellack. Es ist richtig, richtig süß. Was steht hinten drauf? Eine Geschichte der Verführung, eine Geschichte der Leidenschaft, eine Geschichte über einen Traum und davon seinen Traum zu haben. Ja, zu leben, nicht zu haben. Leben sollte man ihn auch. Ja, ganz, ganz süß. Ihr seht hier hinten vielleicht auch noch diese Schnecken. Ja, es ist einfach nur ganz, ganz süß. Sina und ich haben es bekommen und haben es sofort gelesen. Ja, Rosalie und Trüffel. Wer kennt die beiden bezaubernden Schweine noch nicht? Entweder hat man sie schon gesehen als Postkarte, es gibt sie ja auch als kleine Anhänger. Ich bin darauf gekommen, durch ein Hörbuch. Und jetzt hatte ich mir geholt, Rosalie liebt Trüffel vom Glück zu zweit. Geschrieben hat das Katja Reider. Es ist auch ein ganz, ganz dünnes Buch. Die Besonderheit ist, es wird einmal aus der Sicht von Rosalie erzählt. Und wenn man das Buch umdreht, dann wird die Geschichte nochmal erzählt von Trüffel. Es ist eine ganz, ganz süße kleine Liebesgeschichte. Sina findet sie, weiß nicht, was Kim und ich daran so komisch fanden. Wir haben uns jedenfalls sehr amüsiert, Sina weniger. Ja, Rosalie und Trüffel, ich habe es immer neben dem Bett stehen, ist richtig süß. So, dann habe ich gelesen von Bettina Haskamp, Jetzt ist gut, Knut. Mit dem Buch war ich also nicht ganz so glücklich. Ich glaube, ich habe ihm auch nur 3 Sterne gegeben. Die Lilly, um die diese Geschichte sich halt rankt, mochte ich also nicht unbedingt. Ich fand die Geschichte auch ein bisschen vorhersehbar und mich konnte sie halt nicht so gut unterhalten. Die Geschichte handelt halt von Lilly. Lilly ist eine notorische Lügnerin. Sie schmückt sich ihre Welt halt so aus. Sie führt auch ein bisschen ein Doppelleben. Ihr Mann ist fürchterlich langweilig. Er ist Tierpfleger bei Hagenbeck. Er hat nur ein kleines Orang-Utan-Mädchen im Kopf und hat eben nicht die wohlwollenden Blicke auf seiner Frau. Ja, das macht ihr in dem Moment dann auch nichts mehr. Sie setzt sich dann eine blonde Perücke auf, zieht sich einen totschicken Hosenanzug an und gibt sich als Lilienreich aus. Und dann erzählt sie halt Touristen in Hamburg irgendwelche tollen Geschichten. Sie wäre Urwaldärztin oder sie denkt sich dann halt irgendwas Tolles aus. Sie gewinnt dann noch im Lotto und damit nimmt die Geschichte dann halt ihren Lauf. Obwohl es auch einen irischen Wolfshund, und das ist ja meine persönliche Macke, in diesem Buch gibt, fand ich es also nicht ganz so toll. Es ist nette Unterhaltung. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. So, dann habe ich hier von Stefanie Sanders, Darko Drexler, Allein unter Bösewichten. Das Buch sieht schon total süß aus. Es ist auch total niedlich. Ich zeige euch das mal. Jedes Kapitel hat hier halt auch so ein Bild oben drüber. Es ist die Geschichte von Darko Drexler. Darko Drexler ist in der Ausbildung zu einem absoluten Bösewicht. Momentan, ich weiß nicht, wo er steht, er ist jedenfalls auf der untersten Leiter irgendwo noch in der Schule. Er ist noch nicht mal ein Fiesling und er möchte gern ein Fiesling sein. Er bekommt von seinem Vater die Gelegenheit, er bekommt einen Auftrag, den er halt ausführen soll und dann würde er aufsteigen zum Fiesling. Zu seinem Komplott darf er sich noch 2 Komplizen dazu holen. Das ist einmal die Tochter von Graf Dracula, ich glaube sie heißt Isabel, Gräfin Isabel, und er holt sich halt noch den Sohn vom bösen Wolf dazu. Es gibt unheimlich witzige Anspielungen in diesem Buch. Ich fand die Frage, oder man kann den bösen Wolf eben auch sehr aus dem Takt bringen, wenn man ihn fragt, sag mal, stimmt das wirklich, dass dein Vater sich verkleidet hat, um die Oma vom Rotkäppchen zu vernaschen? Dann gibt es noch Chad, das ist ein Junge, der backt immer Lebkuchen und da lässt er sich immer richtig was einfallen mit kleinen Zaubereien. Er ist der Sohn von der Hänsel und Gretel Hexe. Ja, mir hat das Buch sehr gut gefallen, das hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Es ist mit Sicherheit auch ein Buch für Jung und ja, ich denke, es ist was für Jungen oder auch für Mädchen, die auf Superhelden, auf Bösewichte abfahren. Es ist so ein bisschen Märchen auch mit drin. Wie schon gesagt, hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Schaut es euch doch vielleicht auch einfach mal näher an.
Ja, ganz begeistert waren wir von den Rottentots. Und wenn ihr diese Rottentots hier oben schon seht und den Kanal schon etwas länger verfolgt, dann wisst ihr, das ist so ganz mein Geschmack. Und Sina hat es auch super gut gefallen. Es ist einfach nur toll. Es ist super schön illustriert. Ich gucke einfach mal zum Beispiel hier. Das ist Polly, genau, sie heißt Polly. Das sind ihre beiden Brüder, Palme und Pampe. Das sind Zwillinge. Dann gibt es halt noch die Mutter und den Vater. Und die ganze Familie ist zwar nicht mehr magisch, das haben sie im Laufe der Jahrhunderte verloren, aber sie können sehr alt werden. Also die Rottentots können durchaus 800 Jahre alt werden. Nur Polly schlägt halt aus der Art, weil Polly ein ganz normaler Mensch ist. Aber das ist auch, es ist auch eine Reihe. Ich freue mich schon ganz riesig auf die nächsten Teile. Wir stellen sie euch aber noch ganz genau vor. Das lassen wir uns nicht nehmen. Ja, dann kommen wir mal zu den Tops und Flops diesen Monats. Ich fange dann einfach mal mit meinem persönlichen Flop an. Das war von Gail Adamson, Hilf mir Jacques Cousteau. Es ist die Geschichte von der jungen Hazel. Hazel lebt in einer völlig exzentrischen Familie. Das finde ich ja eigentlich immer ganz toll. Aber irgendwie kam ich nicht richtig in die Geschichte rein. Ich habe es zwar zu Ende gelesen, aber es war einfach nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Sie sind alle wirklich sehr, sehr durchgetickt, ob es ihr Onkel ist, der nur weiße Tiere hat und mit denen dann auch mal schwimmen geht, oder ihr Bruder, der mit der Wange am Fernseher festklebt. Sie sind alle schon ziemlich durchgetickt und es geht halt begleitet Hazel von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Ich weiß es nicht, wie es sonst abgeschnitten hat. Schaut es euch einfach mal an. Mich hat es also nicht so überzeugen können, obwohl so exzentrische Familien, siehe die Rottentots, ist ja eigentlich immer ganz mein Ding. Ja, dann habe ich abgebrochen von Britta Sabak, Pinguinwetter. Ich weiß, das Buch ist momentan in aller Munde. Ich kam einfach damit nicht klar. Humor ist ja immer so eine Sache. Entweder es trifft gerade den Humor oder es trifft ihn nicht. Bei mir hat es eben daneben gelegen. Mein Humor ist das nicht und ich mochte also auch Charlotte und ihre ganze Familie nicht. Also es war für mich da kein sympathischer Charakter drin und das sollte eigentlich sein, wenn man so ein Buch liest. Ich habe es abgebrochen, kam damit nicht zurecht. So, dann habe ich hier von Casey Lamb Rosa-rote Nachrichten. Dieses Buch sieht so wunderschön aus und hinten drauf steht, deine Familie kannst du dir nicht backen. Isabel, also ich lese euch das jetzt ganz bewusst aus einem Grund vor. Isabel hat alles dafür getan, ihre Heimatstadt Trillium River hinter sich zu lassen. Als bekannte Fotografin reist sie rund um den Globus. Genau wie ihre Schwestern ist sie wenig begeistert davon, zurückzukehren und sich um die Familie und deren Bäckerei zu kümmern, während ihre Mutter in einer Klinik ist. Doch die Notgemeinschaft zu Hause birgt auch Chancen. So, da habe ich mir gedacht, das ist mit Sicherheit so ein richtig toller Familienroman. Ist es auch. Also, das Buch ist super toll geschrieben. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan, diese Familie gehen zu lassen. Aber es ist einfach hammerhart. Es sind so viele Probleme und so viel Gewalt und Vergewaltigung und Abtreibung. Und es ist ein Riesendesaster, diese ganze Familie. Und irgendwann habe ich gesagt, so Schluss, mein Leidenskelch ist pickepacke voll. Ich weiß, dass ich garantiert zwischendurch oder irgendwann mal wieder darauf zurückgreifen werde, weil ich einfach wissen möchte, auch wie es mit Isabels Schwester weitergeht, mit der Krimi-Autorin. Sie sind alle sehr interessant, interessante Charaktere. Das Buch ist toll geschrieben. Also wenn ihr momentan euch kräftig genug fühlt, ein paar Schicksalsschläge zu verdauen, dann ist dieses Buch mit Sicherheit eine Empfehlung. Es sieht harmlos aus, es sieht aus wie ein schöner Frauenroman, wie ein netter Schmöker, aber das Buch hat es halt in sich. So, dann komme ich jetzt noch ganz kurz zu meinen absoluten Highlights. Ich kann mich ja immer schlecht entscheiden, eigentlich gehört das auch noch mit dazu und vielleicht noch das eine oder andere, aber für die beiden habe ich mich jetzt entscheiden können. Zum einen ist es von Elizabeth Noble, wo die Liebe zu Hause ist. Dazu gibt es schon eine Rätsel, ich verlinke euch das auch unten. Es ist halt die Geschichte eines New Yorker Hauses. Es rankt sich hauptsächlich um Eve, die aus England frisch nach New York kommt und da so ein bisschen ihre Schwierigkeiten hat. Ein sehr, sehr schönes Buch, das ich bestimmt auch nochmal lesen werde. Ich weiß, ganz viele von euch kennen dieses Buch schon. Es ist von Sabine Kornbichler, Claras Haus. Ich kannte bis jetzt sehr
Ja, zwei Bücher von ihr, einmal Gefährliche Täuschung und Das Richterspiel, das sind ja Krimis. Dies ist kein Krimi, es ist ein richtig toller Frauenroman. Und dieses Buch hat es mir super angetan. Ich verstehe jetzt, warum es so viele von euch lieben und warum es seit Jahren auf der Bestsellerliste irgendwo zu finden ist. Ein ganz, ganz tolles Buch um ein Haus auf Pellworm, das ja, den beiden Frauen Nina und Charlotte Schutz gibt und sie sich da wieder erholen können. Es ist die Geschichte von zwei Frauen, von ihrem Schicksal, eigentlich auch die Geschichte von Clara, die ihnen das Haus vererbt hat. Ich werde euch dazu natürlich noch eine Rezension liefern, das lasse ich mir nicht nehmen, obwohl es viele von euch natürlich schon kennen dürften. Ja, das war mein Lesemonat. Ich hoffe, der August geht, ja, er ist eigentlich schon ganz gut wieder losgegangen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Ich hoffe, ich konnte euch das eine oder andere Buch näher bringen. Bis zum nächsten Mal.